begrüße euch zurück zum nächsten Teil NBA 2K13. Heute gegen die Denver Nuggets, gegen Farid und Co., gegen Javon McGee. Ich weiß nicht, ob er da noch spielt, aber wir werden mal gleich schauen. Oder ob er da schon spielt, andersrum so. Wir wollen da gleich auch direkt mal reinschauen. Das ist natürlich so, dass die in der echten NBA richtig einen Lauf haben, richtig gehend, ja. Also zu Hause unschlagbar. Auch die Mavericks mussten zuletzt unter den Nuggets leiden. Dort verloren mit einem Punkt. Das war knapp. Und für die Mavs geht es ja noch um die Playoff-Plätze. Stand 5.4. So, wir haben 822 Fähigkeitspunkte. Entsprechend gehen wir hier mal in unseren Spieler und werden auch ein paar Upgrades ziehen. Und wir schauen mal direkt rein. So, und da haben wir natürlich noch die Würfe, die wir skillen wollen, wo immer noch einiges im Argen liegt. Wir nehmen 7 hier. Das kostet uns eine ganze Menge. Haben noch 37, damit lässt sich nicht wirklich was tun. Defensive Rebound, können wir noch einen draufpacken. Wird einen riesen Unterschied machen. So, und wir gehen ins nächste Spiel und ich bin gespannt gegen Farid, wie gesagt, gegen die Denver Nuggets. Und ja, da wird es sicherlich nicht leicht, wie gesagt, in der echten Saison ein richtig gutes Team. Vielleicht sogar das Überraschungsteam dieser Saison, wo man nicht so wirklich weiß, was aus dieser Wundertüte noch rausspringt in den Playoffs, denn da werden sie es ja sicherlich hinschaffen. Und ich glaube, so richtig möchte niemand gegen die Nuggets spielen, denn die sind sehr, sehr agil. Javon McGee, Farid, Wilson Chandler hier, Ty Lawson, ein absolut geiler Point Guard. Und ich denke mal, in so einer echten Saison, da will sie wirklich niemand unbedingt in der ersten Runde haben. Allgemein möchte man vielleicht nicht unbedingt die Nuggets recht früh ziehen, die doch ja eine sehr, sehr schwierige Aufgabe werden. Egal für welches Team, keine leichte Partie. Aber wir haben jetzt hier diese Aufgabe in der Regular Season und die müssen wir auch erstmal lösen. Farid, da bin ich mal gespannt, was der hier schon kann im Spiel. Aber da macht er schon mal einen schönen Post-Move und trifft per Babyhook. Und wir haben gesagt, in den letzten Spielen Turnover-Zahl zu hoch. Wollten da einen Fokus drauf haben. Versuchen das jetzt auch mal umzusetzen. Und da sehen wir schon mal Kobe Bryant frei für 3. Und er trifft hier sofort den ersten Korb des Abends. Und für uns sofort der erste Assist. Schöne Aktion gerade. Ja, und den haben wir, der Steal. So, wenn man den mal schnelle Ball auf Matter World Peace. Und da ist das Transition Game, aber Javon McGee hat die Hände dazwischen. Ty Lawson wieder. Der dachte schon hier im Fast Break an uns vorbei. Rush. Oh, der Block. Oh. Oh, der Block. Und da ist die Tür offen und wir machen ihn rein. Per Dank. Nach dem Block, was für eine Aktion. Slam Dunk hier. Sehr, sehr guter Anfang. Ein Block, ein Assist zum Dreier und jetzt hier gerade der schöne, schöne Dunk. Oh, sind wieder davor, wieder nicht gut, gute Wurf-Defense. Gegenseite, kommt da wer mit, kommt da wer mit. Müssen wir alleine probieren. Nicht so wirklich was frei außen. Manuel Peace und er macht mehr Punkte als in Teil 17, den ich vorhin gerade noch online gestellt habe. Da waren es nur 2. Und das ist mal ein Hot Start, würde ich sagen. Richtig gut hier vom Team ist her. 2 Dreier, 2 drin. Plus der Slam Dunk von uns gerade. So, wir nehmen etwas Tempo raus, suchen hier den freien Mann draußen, vielleicht Kobe Bryant, der war gerade schon wieder recht frei. Hätte man probieren können, in die Zone wieder zu Kobe. Traffic macht er ihn nicht, Miller, und da kommt das Transition Game. Farid, oh, 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 oh. Das war keine gute Defense-Aktion. Und da wirft ihn tatsächlich dahin, obwohl wir davor stehen. Farid, und der macht nicht
Den Dank Dan Powdersall, macht hier eine gute Defense. Fareed führt zwei an Linie, das ist nicht seine absolute Spezialität. Wie man das für einen Spieler auf seiner Position erwartet. Aber hier macht er mal solide beide. Boah, der Screen von Gasol, der ist natürlich ein großer Screen hier. Jerome McGee versucht mit der Defense-Aktion noch irgendwas zu reißen, aber auch Pau Gasol macht hier den Korb. Nach Assist von uns. Also wir sind gut dabei. Die Nuggets machen uns recht oder machen es uns recht einfach, hier den Stil ans Board zu bringen zum Teil. Fareed wieder, sind wieder dabei, wieder. Eigentlich eine gute Wurfdefense, wenn ihr mich fragt, Pau Gasol diesmal. Der das ganz, ganz eng macht da unterm Korb, die Zone zumacht. Jamal McGee probiert zwar die Second Chance Points, aber scheitert an der guten Dieter. Könnte er nochmal abspielen zu Howard, aber Kobe läuft durch zum Korb und macht die zwei Punkte. Alleine braucht er keine Hilfe. Tyler Austin außen wieder. Chandler, Wilson, Chandler, nicht Tyson, nicht vertun. Tyson spielt bei den Knicks. Jamal McGee, was macht der? Probiert den, auch der ist wieder nicht gut. Wieder eine gute Defense in der Zone, diesmal von Metal World Peace. Der schwer macht und Jamal McGee struggelt unter dem Korb bisher. Raus zu Hauer, ganz alleine, ganz alleine. Und da haben wir den schönen freien Mann gesehen. So muss das sein, so muss das sein. Penetration in die Zone gelaufen, zwei Verteidiger auf uns gezogen. Den freien Mann außen gesehen, was heißt außen, aber zumindest in der Zone den freien Mann gesehen. Und dann natürlich auch den Pass da angebracht auf Dwight Howard. Und hier der Alley-Oop-Attempt, der klappt. Das war ein schöner Korb. Roger Bell, wir haben die Starting Five gewechselt. Und Jordan Hill kommt rein und macht seine zwei Punkte mit dem Dank hier zur Double-Digits-Führung. Gallinari draußen für drei, ganz alleine. Und wir holen jetzt mal den Rebound, weil Dwight Howard gerade nicht auf dem Court ist. Das ist schon ein Vorteil. Roger Bell, der zum Korb zieht. Und den darf man mal machen over the backfall von Jordan Hill. Und deswegen Ballwechsel. Die Nuggets mit Ballbesitz. Gerade Gallinari da so außen frei zu lassen, ist natürlich fahrlässig. Normalerweise nutzt er das. Ja, gut gearbeitet da vom Team in der Defense. Oh, da stehen wir doch auch davor. Auch nicht gut. Gallinari wieder für drei. Auch nicht gut. Und wieder nicht gut. Eine richtig gute Defense. Zum Ende des ersten Spiels. 10 Punkte Führung. Die Nuggets werden richtig gut verteidigt. Und wir gehen also mit diesem Double-Digits-Führung hier auch, mit diesen 10 Punkten hier auch ins zweite Viertel und machen defensemäßig ein ganz, ganz starkes Teamspiel. Bisher keine Chance hier für die Nuggets, denen wir es unterm Korb ganz, ganz schwer machen. Und da werden wir gefoult und nicht der N1, weil der Ball leider nicht reinfällt. Kriegt den Bad Bounce und fällt raus, aber beide Freiwürfe sind drin. Also trotzdem zwei Punkte, die wir hier sammeln. Der kleine Bonus aufgrund dessen, dass wir beide verwandelt haben. Der Trainer ist schon begeistert. Haben natürlich auch gute Aktionen gezogen. Gallinari wieder für drei, wieder nicht gut. Der dritte Versuch, dreimal nicht gut. Gallinari versucht es momentan aus allen Positionen. Wieder raus, E-Banks. Ja, der macht ihn. Wieder schön gesehen da außen. Vier Assists, vier Punkte. Perfekt bisher. Oh, 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 das war Glück. Ty Lawson und Dwight Howard mit dem Block. Oh, was ist das für eine Defense-Leistung bisher? Oh, das war schlecht gespielt. Aber, glaube ich, kein Turnover. Ah, nee, nicht gut verteidigt. Da hätte ich mit B einfach den Screen stellen sollen und versuchen, das Offensiv-Foul zu ziehen. Ja, bieten uns hier an, machen jetzt den Weg frei für Kobe Bryant. Der versucht es in Traffic, Offensive Rebound und den legen wir rein nach dem Offensive Rebound. Eine sehr, sehr schöne Aktion
Denn Kobe probiert es da zu, contestet. Und wir nutzen das aus hier, dass der Ball weit daneben geht. Wieder nicht gut von Gallinari, der nichts trifft. Der hat Probleme. Leck mich am, ihr wisst schon was. Oh, um ihn rum und den machen wir auch. Gegen den Rookie da in der Zone. Den lassen wir halt auch sehen. Auf dem falschen Fuß erwischt. Da werden wir ausgewechselt und treffen gar nichts mehr. 24-12, trotzdem 12 Punkte Führung hier. Zur Mitte des zweiten Viertels, nicht zum Ende. Ja, hinter, behind the back pass da. Zu McRoberts war es, glaube ich. E-Banks wieder. Wir suchen die Lücke, finden jetzt momentan gar nichts. McRoberts, den wir finden, aber der macht den Jumper von der Free-Throw-Line nicht rein. Kann hier nicht treffen. Schade, wäre der fünfte Assist schon im Spiel gewesen. In einem frühen, bei einem frühen Zeitpunkt. Oh, da sind wir dabei und der nächste Block. Aber da waren wir im Aus, wie unglücklich. Der Turnover, der erste allerdings erst im Spiel. Und das war wirklich ein unglücklicher. Denn da blocken wir den Wurf und gehen mit dem Ball dann ins Aus, weil er den nicht anders aufnehmen kann. Aber der nächste Block, das ist natürlich stark. Offensiv-Rebound, Defensiv-Rebound dabei, Assist, Steal, alles dabei. Da ist auch unser Rookie drin, aber Kobe Bryant macht den Alley-Oop auf Dwight Howard. Und der macht ihn one-handed rein hier und erhöht wieder auf 12 Punkte. Gallinari außen, der gar nichts trifft, der Backsteine wirft, haben wir schon gesehen, haben wir schon gehört. Und wieder, wieder trifft er nicht. Lass uns hier anspielen, sind in der Mitte recht frei. Alley-oop! Oh, auf Kobe Bryant, den darf er mal verwandeln. War natürlich schon ein bisschen das Tempo raus, trotzdem, der Ball kommt an. Chandler, der ist natürlich ein Tier da, aber auch da haben wir die Hand im Gesicht und der ist wieder nicht gut, weil die Defense wieder stark ist. Ja, und da haben wir uns mal den Platz geschaffen und unorthodox in den Korb. Wären zweistellig, was unsere Punkte angeht. 28-14, 14 Punkte Vorsprung. Und wir sind wieder hier in der Zone, versuchen unseren Mann zu decken. Außen Gallinari, den können wir ja schon fast alleine lassen. Der trifft ja sowieso nicht, aber den sollen wir natürlich auch hier nicht in den Rhythm bringen. Ah, und der war zu einfach. Der war zu einfach. 36 Sekunden noch auf der Uhr, da sind ist noch 2-for-1 drin, wenn wir denn hier schnell zum Korberfolg kommen. Kobe Bryant, der macht das genau so, wie wir es gewünscht haben. Kobe Bryant trifft und so sieht es jetzt aus, dass die Nuggets hier jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr 2-for-1 gehen können. Das heißt, wir bekommen auf jeden Fall nochmal die Chance hier zu werfen. Oh, sind davor. Oh, der ist gut. Trotz der guten Wurfdefense. Obwohl wir da im Gesicht waren. Unser Rookie Wise 30-18. Wenige Sekunden auf der Uhr. Wir suchen eine Anspielstation. Oh, schade, hier in den letzten Sekunden haben wir wirklich bis zur letzten Millisekunde gewartet, den Ball loszulassen. 30-18 Halbzeit. Wir gucken uns den Bericht an. And now, brought to you by Sprint. What a better way to get through your Monday than with a little hoops on 2K Sports. The Los Angeles Lakers in front against Denver. Their hot streak continues, looking good so far. Easy Breezy dominating the first two quarters. He's got 10 points, and his two-way play has been good. Very active on the defensive side of the floor, bothering shots and bringing that energy all over the court. On the other side, the Nuggets, they've not had a great start. Hard to find a lot to like about their performance so far. They'll need to pay much better attention in the second half to the details. The details. Not a great game for Danilo Gallinari so far. Everything's been rimming out for him. He's got to be frustrated. Now let's head back out to the start of the second half. Kevin Harlan, Steve Kerr, Clark Kellogg and Doris Burke, take it away. Ja, dann hören wir es nochmal. Gallinari mit keinem guten Spiel. Das auffällig bisher. Und wir sind durch. Wir sind durch. Penetration raus. Howard, okay, der kann leider nicht von da werfen.
Oh, pass auf, Howard! Und der Sechste ist schon, den wir da wieder sehen, frei. Die Nuggets finden gar keinen Weg hier gegen unsere gute Defense, die das ganze Spiel aber bisher steht und fällt mit jeder einzelnen Performance hier, denn alle machen einen guten Job in der Defense. Zwei vor ihm, darf er nicht, Howard, Gegenseite, Gegenseite. Oh, wieso spielt er uns denn nicht an? Und Kobe Bryant wird geblockt. Ich habe LA-Hub angefordert, kam nicht. Oh, sind auch davor, aber trotzdem gut. Gute Wurf-Defense wieder, muss man sagen. Wieder. Tyler Austin holt uns hier früh ab. Gasol auf Meta World Peace. Und das haben wir hier schon oft gesehen. Goaltending. Und Meta World Peace, also auch seine Form, stabilisiert sich wieder. Nachdem wir wirklich in einem kleinen Loch waren, nachdem der Streak wirklich lange angehalten hat, haben wir ja verloren. Zu Recht verloren, muss man da sagen, zu dem Zeitpunkt. Aber mittlerweile haben wir aus der Niederlage anscheinend wieder Kraft gewonnen. Man lässt ja auch immer so 2-3 Prozentpunkte nach. Und das war ein schöner Alley-Oop hier auf Fareed. Das war so typisch Nuggets, wie sie tatsächlich momentan spielen. Eine absolute Highlight-Show, was man eigentlich so von den Clippers auch immer sagt. Was auch durchaus stimmt. Aber diesen Rang, den haben die Nuggets den Clippers diese Saison fast schon abgelaufen. Der nächste Assist, der siebte. Meta World Peace mit 7 Punkten. Im dritten Viertel bei 3:13 noch zu gehen für Reed. Und da ist gar keine Verteidigung. Wo ist Pau Gasol? Das war seiner. Aber hat sich anscheinend gar nicht zuständig gefühlt da außen. Wieder Howard, den man da auch mal ruhig alleine lassen kann. Ist ja richtig, dass sich der Verteidiger von Howard hier löst und nicht von irgendjemand anderem. Da haben wir den zweiten Turnover im Spiel. Der erste, wie gesagt, unglücklich. Tyler Austin, der ist schneller als wir. Der macht ihn aber trotzdem, obwohl Kobe ihn hier sehr, sehr gut verteidigt. Ja, erster Turnover, der uns ärgert. Aber das wäre ja noch eine Zahl, sage ich mal, die man verkraften kann. Den anderen Turnover zählen wir mal nicht. Denn der war wirklich sehr unglücklich. Kobe Bryant außen. Kobe, der wirft nicht gut. Offensive Rebound, nein. Gasol toucht ihn nur. Tippt ihn nach oben, aber kann dann den wirklichen Rebound nicht bekommen. Chandler, der wirft aus der Bewegung raus und das war stark. Die Nuggets kommen ein bisschen ran. Wir werden ausgewechselt. 53-37, das ist sehr deutlich. Denver im Bonus, also wir sind am Foul Trouble. An der Teamfoul-Grenze angekommen bei 5 Fouls. Ich werde ab und zu mal gefragt, was heißt das Bonus? Wie gesagt, Teamfoul-Grenze erreicht. Jedes weitere Foul führt zu Freiwürfen an der Linie. Und da ist wieder frei. Dwight Howard! Oh, Posterize Javel McGee! Ty Lawson vom Halfcourt, der ist nicht mehr gut. Wir gehen ins Viertel mit einer komfortablen Führung hier. Make sure to pick up the newest copy of NBA 2K14. 16 Punkte sind's. 16 Punkte. Und wir sind bei A- von der Mitspielernote, weil wir ein sehr, sehr gutes Spiel machen. Alles passiert, alles läuft. Oh, und der war gut gefoult hier. Ich glaube, Meta World Peace war es. Nein, es war Dwight Howard. Der Javale McGee hier verhindert. Der muss an die Freiwurflinie, auch der, sage ich mal, von der Freiwurflinie nicht der absolute Pointer. Und da sehen wir es auch. Nicht gut. Der zweite zumindest. Zurückgespielt. Blind, da hat man Glück gehabt. Nash, der sieht uns da am Korb und den machen wir. Rein für
Punkte 11 und 12 bei 83% Würfen. 8 Assists, 3 Rebounds, der Steal dabei und several Blocks. Also, es läuft. Fournier, der wirft über Metal Piece drüber, aber der spielt eine gute Idee, wie das ganze Spiel schon. Was macht Nash? Der läuft einfach durch, denn er wird nicht aufgenommen und der Abstand erhöht sich auf 19 Punkte. Das sieht aus, als wären wir hier die Nuggets mit einem Blowout-Sieg vom eigenen Court nach Hause schicken. Und jetzt ja sowas wie die Garbage-Time dann, wenn das Spiel entschieden ist. Dann kommen auch mal die Rookies rein. Normalerweise, aber erstmal ist hier noch Dwight Howard, der eine Show abzieht. Zum 9. Assist. Einer noch zum Double-Double. Ja, und dann, wie gesagt, die Garbage-Line da. Immer nett für Rookies da. Erfahrungen zu sammeln, Minuten zu sammeln, das ja auch, sag ich mal, die Hoffnung auf eines Tim Olbrechts bei den Rockets zum Beispiel, das Ashik und so, wenn die dann nicht spielen, durch zum Korb. Oder wenn die Rockets schon sehr deutlich führen, dass Olbrecht dann nochmal in der Garbage Time einige Minuten bekommt, der muss sich natürlich erstmal einleben da in der NBA und hoffentlich bleibt er auch dort. Und dafür braucht er natürlich Zeit, in der er sich beweisen kann. Bisher hat er davon noch nicht allzu viel gehabt. Da faulen wir, glaube ich. Nein, soll was. Wir haben wieder eine gute Wurf-Defense gespielt. 63, 48, 2, 18 noch zu gehen hier im vierten Viertel. Dann ist das Spiel vorbei. Dann haben wir die Nuggets geschlagen. Oh, Lawson. Aber auch da wieder rejected von Gasol. In der Zone heute eine Macht. Oh, dreht sich rum um Lawson. Den macht er rein. Er lässt der Lawson alt aussehen. Gasol, der Big Man, zeigt bessere Reaktion als Ty Lawson, der Point Guard. Der Nuggets, also bitte. Verteidigen auch hier sehr hoch, muss ich gerade mal sagen. Wollen auch nicht mehr so wirklich rankommen, sonst würden sie schneller werfen. Spielen hier allerdings die Zeit aus. Das ist eigentlich keine gute Taktik hier, wenn man so deutlich zurückliegt. Da muss man halt schneller werfen, möglichst auf Dreier gehen, aber das passiert hier nicht. Also die Nuggets scheinen das Spiel schon abgeschenkt zu haben. Kobe Bryant, Double-Double. Assist Nummer 10, Punkte 14, also zwei zweistellige Statistiken hier, Punkte und Assists, also Double-Double. 17 Punkte Vorsprung, Gallinari, der ganz traurige Partie hatte, die will er sicherlich schnell vergessen. So wie bei uns ein Spiel zuletzt auch zum Vergessen war. Howard, der dreht sich rum um McGee. Aber McGee, der kann natürlich auch eine gute Defense spielen. Der ja auch bei Narcissus One im Association-Reihe. Der hat die Teile schon fertig, lädt sie dann immer nicht hoch. Ja, da muss ich ihn immer ermahnen quasi. Aber so ist das. Der spielt ja auch in Sim City mit. Also da sind einige Projekte, wo wir zu zweit was tun. Und hier machen wir die nächsten Punkte. Wir sind jetzt bei 16 Punkten. 88% Wurfquote. Also viel, viel besser kannst du da nicht arbeiten. Da ist viel Platz jetzt gerade mal. Aber auch contested. Nicht gut. Howard, Defensivboard, Nash. Kann uns mal schnell anspielen. Macht er auch. Kommen wir hier um Ty Lawson rum? Nein. Kommen wir nicht. Warten auf Nash. Haben versucht, hier den Screen zu stellen, aber nicht so wirklich geklappt. Wieder raus auf Bell. Wir haben noch 5 Sekunden für den Wurf. Nash, der muss jetzt gleich werfen. Wir laufen zum Korb für den Offensiv-Rebound. Dwight Howard greift ihn. Und jetzt wird die Zeit ausgetickt. Oder wir lassen austicken. Howard, der nimmt doch noch den Wurf und macht ihn rein. 5,8 vor Ende. 71
für 54 Garbage Time nicht ausgenutzt. Keine Rookies drin. Ganz im Gegenteil, Nash, Howard. Also alles noch, was Rang und Namen hat. Und ja, toll gespielt, gute Leistung. Können, müssen damit echt zufrieden sein. 151 Fähigkeitspunkte, die wir noch dazu bekommen. So, beenden. You had 10 assists tonight. Any comment on how you facilitated your team's offense in this win? Ja, der Fokus darauf, dass wir 10 Assists gelegt haben, das wird hier gar nicht in Deutsch übersetzt, könnt ihr mal gerade sehen, also dass wir 10 Assists hatten, da wird nur übersetzt. Können Sie etwas dazu sagen, wie Sie die Offense Ihres Teams im heutigen Sieg gelenkt haben? Ich meine, das ist auch die Hauptaussage, aber trotzdem hat sie das ja gesagt. Ich bewirke einfach etwas. Und alle Pfeile gehen nach oben. Wie gesagt, wenn man da so ein bisschen, ja, manchmal auch, ja, nicht nur arrogant, sondern das ist ja auch einfach von sich überzeugt, antwortet, dann steigen hier tatsächlich auch diese Attribute. Ja, also, wir haben richtig gut gespielt. Chauncey Billups sagt, yo, Ken Trigo, wir spielen als nächstes gegen euch. Wir werden euch zeigen, wie man Basketball richtig spielt. Also, passt gut auf. Da darf man gespannt sein. Das heißt, wir spielen gegen die, wenn er da geblieben ist, ja, bei den Clippers, Chauncey Billups. Und ja, das wird ein interessantes Matchup gegen Blake Griffin und Co. Wobei CP3 ja nicht mehr dort spielt, sondern bei den Bucks, die haben wir ja schon geschlagen. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war, glaube ich, ein sehr attraktiver Teil. Haben viele schöne Aktionen gesehen. Bis zum nächsten Mal, euer Ken Trigo.